So, mein Festplattenspeicher war leer. Also ich habe die Angst, dass da nichts kommt. Da habe ich aufgehört. Das hindert mich aber jetzt nicht daran, dass die Festplatte voll ist, noch weiter darüber zu reden. Ich muss darüber reden. Ich habe jetzt dieses Riesenbedürfnis, darüber zu reden, Alter. Diese Episode, was hier alles passiert ist. Und ja. Was gibt es sonst noch zu sagen? Es gibt ja auch Happy Enden. Also das Spiel spielt am Ende mit Emotionen, das ist unfassbar. Charakter tot, Charakter lebt. Und dann dieses Ende, Alter, du bist gerade so richtig depri, weil du denkst, Sascha ist tot. Und dann kommt aber dieser Moment, wo sie zum Leben erweckt wird. Du hast diesen Hoffnungsmoment, den du bei anderen Filmen auch hast. Aber nur Borderlands, beziehungsweise das Borderlands-Universum, schafft es dann nochmal diesen Humor, diesen typischen Borderlands-Humor da reinzubringen, indem Sascha einfach, nachdem sie geheilt wurde, dann runterfällt. Ah, pff, da musste ich so lachen. Weißt du, ein paar Minuten vorher noch so mega Depri gewesen und dann so Hoffnung gehabt, hat sie das etwa überlebt und dann musst du auf einmal lachen. Das sind so drei Emotionen, die so einfach so aufeinanderprasseln, das ist der Wahnsinn. Und Alter, es ist so, also es gab viele, viele Happy Enden. Ich finde die Lösung mit dem Loaderbot ultra geil. Diese Banditentussi, dass die tot ist, das ist mir sogar scheißegal, weil die fand ich sehr, sehr unsympathisch. Ich bin auch froh, dass die in zukünftigen Borderlands-Teilen nicht mehr auftaucht. Ich weiß nicht. Und allein das quasi, du denkst, alles ist vorbei, ja? Nachdem Sascha und Fiona dieses Gottes töten oder zerstören. Und dann kommt einfach nochmal dieser übelste Plot-Twist, wo alles durcheinander geworfen wird. Und ich bin so froh, dass Vaughn auch wieder da ist. Und Vaughn, ey, der wird im nächsten Borderlands, wird er irgendeine Rolle haben. Das glaube ich so, da glaube ich so fest dran. Ich meine, der ist jetzt fest auf Pandora etabliert als Banditenanführer. Wie geil ist das denn? Und ich finde, der hat sich auch richtig gemacht. Also, der wirkt so mit diesem Vollbart und so, das wirkt schon ziemlich badassig. Und ich glaube, der wäre auch ein geiler spielbarer Charakter für einen kommenden Borderlands-Teil. Da kann man ja schon mal so ein bisschen mutmaßen. Ich meine, es hätten schon viele Charaktere aus Tales from Borderlands klar das Potenzial dazu, spielbare Charaktere zu sein im kommenden Teil. Und dann diese, wo die den Plan schmieden und so, und allein diese Entscheidungsfreiheit am Schluss. Du weißt, jetzt kommt noch ein fetter Kampf gegen das Kammermonster. Den absoluten Bossgegner. Nein, nicht Jack war der Bossgegner, nicht diese Banditenanführerin war der Bossgegner, das fette Kammermonster ist mal wieder der Bossgegner. Und du hast einfach dann abseits von diesen ganzen Geschehnissen, den Episoden, das voll basiert ist, das hat alles auf dieses eine Finale aufgebaut, dass du Gottes zerstörst und so weiter. Aber das kommt dir dann total abgekapselt davon vor, aber nicht im negativen Sinne. Sondern es ist einfach im positiven Sinn, weil alle Charaktere, die du lieb gewonnen hast, du hast quasi nochmal einen Rückblick bei der Auswahl deines Squads, das finde ich richtig geil, auf ältere Charaktere, die in vergangenen Episoden vorkamen. Wen ich allerdings vermisst habe, ist hier aus Episode 1, dieser eine Typ, der das Museum betrieben hat, hier der mit dem Strohhut, dessen Namen ich vergessen habe, aus dem Piraten-Addon von Borderlands 2. Den habe ich noch vermisst fürs Team. Der hätte bestimmt auch noch irgendwas Lustiges gemacht. Allerdings, da jetzt. Gut, da kann weniger das Spiel was für, mehr ich. Die Auswahl des Teams. Also, ich habe wirklich am Ende Leute dabei gehabt, die wollte ich nicht wirklich dabei haben. August wollte ich nicht wirklich dabei haben, weil der sich die ganze Zeit auch an Sascha ranmacht. Aber ich als Reese, also ich habe mich, die meiste Zeit habe ich mich mit Reese quasi identifiziert, ja. Also von der Persönlichkeit her viel mehr als mit Fiona oder so. Den wollte ich nicht dabei haben. Dann Springs, die ist zwar cool und sympathisch, aber ich habe die mega verarscht. Ein Wunder, dass sie mir überhaupt geholfen hat. Anscheinend hat sie noch nicht wirklich herausgefunden, dass ich sie angelogen habe bezüglich Athena.
Die andere Sache war, ich konnte Athena mitnehmen. Das heißt also quasi, dieser Teil, das muss schon passiert sein, nachdem das Ende von Pre-Sequel passiert ist. Und das heißt, Athena war wieder auf freien Beinen. Ich konnte sie also quasi mitnehmen, aber da hatte ich auch überhaupt keinen Bock drauf. Und ging ja auch im Endeffekt nicht. Mir blieb im Endeffekt wirklich nur die Wahl zwischen dem Forscher, der für mich von allen dann am Schluss doch noch der sympathischste war, obwohl der wirklich die wenigste Background-Story hatte, also quasi der unbekannteste war. Aber ich wollte keinen von den anderen beiden dabei haben, sagen wir es mal so. Springs, wie gesagt, die ist super nett oder so, aber ich habe mich irgendwie nicht so ganz wohl gefühlt, weil ich habe sie ja auch ganz schön verarscht, was Athena angeht. Und nee, also von daher, ich hätte am liebsten Zero dabei gehabt. Hat mich halt übelst abgefuckt, dass ich den nicht mitnehmen konnte. Nur aus dem Grund, weil ich ihm nicht erzählt habe, dass ich auf der Suche nach einer Kammer bin. Weißt du, das ist schon so behindert. Und natürlich, was mich auch irgendwie total genervt hat, ich konnte die Kammerjäger nicht anheuern. Ich hab wirklich, was Fionas Finanzen angeht, war ich so knickrig. Ich hab so gut wie nichts gekauft von dem Scheißgeld. Aber anscheinend muss man wirklich in jeder Episode nichts ausgeben, um am Ende genug Geld zu haben, die Kammerjäger zu holen. Ey, das wäre bestimmt so geil geworden, wenn. Okay, Lilith war dabei, also zumindest was ich auf den Bildern gesehen habe, das wäre natürlich nicht so cool gewesen. Aber, ich meine, Krieg und, wer war der andere noch? Ich kann mal überlegen, Krieg, wer war denn noch das unterste Bild? Ich kann es jetzt nicht mehr genau deuten. Ja, ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr. Also Krieg weiß ich auf jeden Fall noch und Lilith war ganz oben. Wer war denn nochmal der unterste? Ist ja auch egal. Auf jeden Fall hätte ich dann drei Kammerjäger dabei gehabt. Wie geil wäre das denn bitte schön gewesen? Und das wäre im Endeffekt für mich die geilste Entscheidung am Schluss gewesen. Nur ich hatte anscheinend irgendwie nicht genug Kohle, um die anzuheuern. Auch weil ja Reese der Chef von Atlas ist und kein Geld hat oder so, hat er auch kein Geld, um die Kammerjäger da anzuheuern. Weißt du, das ist. Ich weiß nicht. Also das ist so, was mich am Ende ein bisschen abgefuckt hat. Und zum Ende der Bosskampf war ziemlich spektakulär. Zum Ende mit Sascha habe ich ja schon was gesagt. Also richtig geil, wie die Emotionen da wirklich aufeinander folgen, du fühlst dich, als ob du schwanger wärst oder so. Weißt du, erst bist du voll traurig, dann bist du voll nervös und dann bist du auf einmal wieder voll glücklich. Aber dann, dieses Ende in der Kammer, ja, du denkst dir so, Ende gut, alles gut. Fiona und Reese haben sich dann auch endlich vertragen. Fiona hat mit Reese darüber geredet, über Sascha geredet, was mir, nachdem ich ja ursprünglich die Entscheidung mit Phantom Jack getroffen hatte, habe ich gedacht, ich hätte es ganz verkackt bei Sascha. Das hat mir wieder ein bisschen Hoffnung gegeben. Mit Reese, ja. Am Schluss das Gespräch, was ich mit Fiona geführt hatte. I think she likes you. Und dann gingen sie halt in die Kammer und haben sich vertragen, haben gemeinsam diese Truhe geöffnet und. Habt ihr es gehört? Haben sich in Luft aufgelöst. Und jetzt frage ich mich, okay, was soll das? Entweder planen die jetzt noch eine zweite Staffel von Tales from Borderlands, oder, also es gibt drei Möglichkeiten, entweder die zweite Staffel von Tales from Borderlands, oder es gibt keine zweite Staffel von Tales from Borderlands und das Ganze wird tatsächlich im nächsten Haupt-Borderlands-Spiel aufgelöst. Und die dritte Sache ist, wenn ich jetzt Continue drücke, passiert noch irgendwas. Das sind die drei Möglichkeiten. Sollte das gleich nicht passieren, dann wird es, denke ich, eine der anderen zwei Möglichkeiten sein. Entweder es gibt noch eine Staffel Tales from Borderlands, oder
Der nächste Borderlands-Teil hat tatsächlich mal das als Bewandtnis, beziehungsweise der nächste Borderlands-Teil könnte dadurch auch storymäßig besser als jeder andere davor sein. Also das hier hat jetzt alles so insgesamt einen recht guten Grundpfeiler gelegt. Klar, man muss sagen, es gibt halt momentan, sieht so aus, es gibt nichts mehr Böses. Wobei wir wissen, auf Pandora beziehungsweise im Borderlands-Universum gibt es immer irgendwas Böses. Und sei es der nächste Waffenhersteller, der irgendwie ausflippt und größenwahnsinnig wird. Oder noch irgendeine Kammer auf Pandora. Wer weiß, wie viele Kammern es da gibt. Nachdem wir schon drei geöffnet haben, eine auf dem Mond. Es gibt bestimmt fünf oder so. Nee, aber. Ach ja, danke übrigens, Tales from Borderlands, dass du mich gespoilert hast bezüglich Angel. Oder eher danke Jack. Also Angel hilft den Kammerjägern, das war mir schon irgendwie klar, aber sie stirbt am Ende von Borderlands 2 anscheinend. Danke für den Spoiler. Aber ist nicht so schlimm, weil ich bin ja relativ spoilerresistent, was sowas angeht. Nur ich hätte es schon gerne eher durchs Hauptspiel Borderlands 2 erfahren als so. Aber man könnte ja auch meinen, dass mittlerweile jeder Borderlands 2 durchgespielt hat, außer natürlich ich. Und Grievous. Jo. Jetzt habe ich, glaube ich, wirklich fast schon genug geredet. Jetzt haben wir, ich denke mal, mindestens noch einen Part, wo ich nur am Reden bin. Aber das ist dann so die Talkrunde. Seht es als so eine Art Podcast und ihr dürft in die Kommentare eure Meinungen schreiben. Und da werde ich auch definitiv darauf antworten. Ich bin mal sehr gespannt. Das war einfach Redebedarf. Das war jetzt purer Redebedarf. Und ja, was soll ich sagen? Tales from Borderlands ist vorbei. Das muss aber jetzt nicht heißen, dass die Telltale Games vorbei sind. Also Walking Dead interessiert mich recht wenig. Allerdings habe ich auch noch auf Steam The Wolf Among Us, wobei mich das vom Setting hier jetzt nicht so ganz, ja, interessiert. Also ich habe es angespielt, die drei Episoden oder so. Es ist schon, es hat die Spannung von anderen Telltale Games, aber es ist halt ein Setting, was man so nicht kennt, ja. Aber vielleicht kann man sich ja darauf mal einlassen. Da sind halt schon alle fünf Episoden komplett. Was ich aber eher überlegt hatte, da wir ja auch mal hier auf dem Kanal ein Minecraft Let's Play gemacht haben, das ist jetzt die offizielle Ankündigung. Also nicht für ein Minecraft Let's Play, das kommt vielleicht auch mal irgendwann, aber das ist jetzt keine offizielle Ankündigung dafür. Sondern ich werde dieses Minecraft Story Mode, auch von Telltale, was genauso funktioniert, also quasi hier dieses Spiel, was ihr gesehen habt, im Minecraft-Gewand. Den werde ich wahrscheinlich jetzt anfangen zu zocken. Da ist die erste Episode vor ein paar Tagen erschienen. Und da geht's jetzt weiter. Aber jetzt genug damit. Damit habe ich jetzt erstmal die Zukunft angesprochen, was hier die Telltale Games angeht. Jetzt gehen wir nochmal kurz die Entscheidungen durch. 61% der Spieler haben ja, Finch ausbluten lassen. Da war ich ja doch noch in der größeren Menge. Aber hier war ich ganz extrem in der Minderheit, wobei ich nicht weiß, was da so irgendwie, ich weiß nicht, was da so krass dran sein soll an der Entscheidung. 16,1% der Spieler haben sich dafür entschieden, den bösen Cop zu spielen mit Fiona. 55% of players shipped Reese and Sasha. An outsider may not have a say. Matters of another love, but sisters can always express an opinion. Shipped? Verdammt, mein Englisch ist mal wieder. Hey, ist auch egal. Da bin ich auf jeden Fall auch in der Mehrheit. Diesmal habe ich es nicht wirklich geschafft, meine Ziele zu erfüllen, was das angeht. 57,1% der Spieler haben die Jack-KI mitgenommen. AI mitgenommen. Hätte ich. Da das die einzige Entscheidung, obwohl ich da in der Mehrheit bin, wobei es auch ziemlich knapp ist, die ich nicht bereue. Also ich hoffe, dass Jack irgendwie in irgendeiner Form in einem zukünftigen Borderlands-Teil nur dadurch, dass ich diese Scheiße mitgenommen habe, nochmal auftaucht. Keine Ahnung wie, aber was weiß ich. Kann ja auch nicht sein, es gibt ja auch Spiele, die haben es zerstört. Was wollen sie dann im nächsten Borderlands-Teil machen? Nee, deswegen, das ist so ein Anhaltspunkt dafür, es könnte eventuell eine zweite Staffel kommen von Tales from Borderlands.
Jürgen confessed to crushing on Sasha. Ach, das war das eine Entscheidung? Weil als Reese so auf Sasha zugegangen ist, da habe ich weggeguckt. Das war mir so, oh nein, Reese, tu es nicht. Und da kam wahrscheinlich gerade die Entscheidung, willst du das wirklich machen? Und deswegen habe ich das wahrscheinlich komplett ignoriert. Muss ich mal nachher in der Aufnahme gucken. Ja. Ich drück mal Continue, mal gucken, ob was passiert. Oh, hier, Wild Hunter Team. Sieh mal eine an. 95,2% aller Spieler haben Athena mitgenommen. Die ist anscheinend doch sehr beliebt. Sieh mal an. Ja, Felix war wahrscheinlich bei den meisten tot. Oh, Zero hätte ich gerne dabei gehabt, aber nur 67,3%. Now Spiel, nicht runter switchen. Das Spiel meint einfach so, es könnte runter switchen. 58,5% der Spieler haben sich entschieden, dazu Springs mitzunehmen, was ja doch noch relativ wenige sind. Also da bin ich quasi in der Quote am niedrigsten. Ja, 76,6 haben Cassius da mitgenommen. Und 84,7, das ist tatsächlich das zweitmeiste, haben August mitgenommen, wahrscheinlich einfach aus Rachegelüsten für seine Mutter oder so. Und die Kammerjäger haben nur 50,9%. Wahrscheinlich einfach, weil nur 50,9% genug Kohle hatten, um die anzuheuern. Ah, schade, da wäre ich gerne dabei gewesen. Das wäre auch mal interessant. Die Kammerjäger, Felix und Zero. Die Kammerjäger, Felix und Zero in einem Team. Das ist bestimmt eine sehr interessante Mischung am Schluss beim Endkampf. Und Vaughn sieht einfach mittlerweile aus wie so ein, weiß ich nicht, wie so ein Waldläufer oder so ein Scheiß. Sieht man auch für Choices Online. Ja. Könnt mich mal. So, jetzt? Nee. Okay, das war's. Also bleiben uns noch zwei Möglichkeiten, was mit dem Ende hier passiert. Ihr könnt ja mal ein bisschen miträtseln. Ich muss auf jeden Fall sagen, endgeiles Spiel. Ich hätte, als das damals angekündigt ist, das ist schon über 2 Jahre, oder das ist jetzt gut 2 Jahre her, würde ich schon sagen. Da hätte ich nie gedacht, dass Borderlands eine so ernste Geschichte erzählen kann. Nie. Hätte ich nicht gedacht. Und jetzt stehen wir heute an dem Punkt, wo Episode 5 hier fertig, Let's Play ist und ich kann nur sagen, Respekt, Telltale. Man sagt euch nicht umsonst nach, dass eure Adventures in den letzten Jahren so ein bisschen, ja, den Adventure-Markt generell geprägt haben. Also wirklich, ich kann nur den Hut ziehen. Erstklassiges Game, erstklassige Geschichte, die hier erzählt wird. Ein erstklassiger Baustein vor allen Dingen auch für zukünftige Borderlands-Hauptspiele. Und ich bin gespannt, was kommt. Und verabschiede mich damit aus dem Let's Play Tales from Borderlands.